So, dann schaue ich mal ein bisschen hier in meine Nachrichten rein. Ja, okay. Warte mal. Der hat ganz komische Videos auch hochgeladen. Was zum Teufel? Warte, das muss ich mir genauer anschauen. Was zum Teufel hat er da hochgeladen? Freunde, ich glaube, ein Hacker hat ihn in meinen Account eingeloggt. Das ist gar nicht gut, ey. Ja, Hilfe! So, nee, Freunde, jetzt aber mal kurzer Real Talk. Ich wurde wirklich gehackt. Allerdings ist das schon fast eine Woche her und der Hacker ist jetzt auch offiziell weg. Aber ich wurde gehackt und der Hack hat dann nur für einen Tag gereicht, denn der Hacker ist nicht weit gekommen. Aber Freunde, ich wurde wirklich gehackt und das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, dass den einen Tag ganz komische Videos hochgeladen wurden. Ja, also das musste ich auf jeden Fall ganz schnell melden, denn ich konnte nicht mehr meinen Account einloggen. So, mein Google-Account war weg, ich hatte keinen Zugriff mehr auf diesen YouTube-Kanal, Freunde. Das heißt, er war komplett weg. Und ja, sozusagen, ich konnte nur noch über YouTube Studio auf meinen Account zugreifen, weil da hat er mich nicht abgemeldet. Und da habe ich halt gesehen, dass der ganz komische Videos hochgeladen hat. Habe die sofort runtergenommen. Das heißt, die waren nicht lange online. Ungefähr, ich weiß nicht, 5 Stunden. 5 Stunden waren die online, dann habe ich sie runtergenommen, weil ich war, ihr müsst wissen, ich war unterwegs. Und ja, und dann gehe ich auf einmal so drauf. Und zwar genau so. Aha, ja. Und dann sehe ich einfach, oh, ja, ich komme in meinen YouTube-Account nicht mehr rein, gehst du auf YouTube Studio. Da bin ich allerdings noch reingekommen. Und da habe ich das Video gesehen, habe sofort von der Plattform runtergenommen. Das war bei 4, 5 Stunden, war das irgendwie online oder so. Und ja, nach 1 oder 2 Stunden später bin ich wieder in YouTube Studio gegangen, um zu gucken, ob der irgendwas anderes gemacht hat. Und dann, logischerweise, war ich auch in YouTube Studio abgemeldet. Ja, wuhu! Mega lustig. Aber ich erzähle euch jetzt erstmal, wie das überhaupt mit diesem Hacker kam, dass der überhaupt auf meinen Account zugreifen konnte. Ich wollte mit euch auf diesem Kanal mal was ganz anderes machen außer Roblox. Und zwar wollte ich mit euch mal nämlich ein Spiel spielen, was ein Virus drauf hatte und also nicht mehr auf dem Markt gibt. Ich wollte mir das einfach mal anschauen mit euch zusammen spielen. Ich dachte mir schon, was kann nun passieren, ne? Und da habe ich mir das Ganze heruntergeladen. Und da haben sie mich nochmal gefragt, willst du das wirklich akzeptieren? Ich dachte natürlich mir so, ja. Was soll denn passieren? Natürlich habe ich es akzeptiert. Und ja, habe ich nochmal einen schnellen Virencheck durchgecheckt, weil ihr müsst ja wissen, ne? Das muss man natürlich abchecken. Und er hat aber gesagt, jo, kein Virus da, Lerntor. Also da gibt es nichts Besonderes. Und ja, da dachte ich mir so, ach, okay, anscheinend ist das nur so gesagt. Also das ist ja, also zumindest hat mein Freund gesagt, dass da ein Virus drauf war. Jetzt glaube ich ihnen, aber habe ich ihnen nicht geglaubt, dachte mir so, ah ja, okay, doch kein Virus drauf, hat mich nur verarscht. Und dann wollte ich ein paar Stunden später mit dem Spiel anfangen. Bin noch reingegangen, wurde aber allerdings direkt wieder rausgekickt. Und ich glaube, als ich rausgekickt wurde, war der in meinem Account drin. Ne, weil ich wollte dann erstmal was machen, war ein bisschen unterwegs. So, 2 Stunden später will ich das Spiel dann spielen auf Aufnahme. Und dann werde ich direkt aus dem Game rausgekickt. Ich empfehle euch, installiert keine Sachen, wo ein Virus drauf ist. Da ist dann wirklich ein Virus drauf. Ja, genau. Das heißt, darüber wird schon mal kein Video kommen über das Virus-Game. Ich habe es auch direkt deinstalliert, als der dann weg war, weil wenn er nämlich nochmal auf mich zugreifen kann, habe ich auch keinen Bock drauf. Also habe ich direkt deinstalliert. Und jetzt habe ich den Salat halt gehabt, ne? Jetzt war halt ein Hacker bei mir drin, hat meinen Kanal ein bisschen rumgefuscht. Dann hat er noch YouTube Studio bei mir gesperrt. Und ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, aber ich glaube, der hat sogar einmal meinen Roblox-Account eingeloggt. Für ganz kurze Zeit, aber ich denke, da wird er nicht viel gemacht haben. Und ja, dann war Ruhe. Nach ungefähr 1, 2 Stunden. Da war er dann weg. Und ich habe probiert, den wegzubekommen. Und es hat geklappt. Es hat wortwörtlich geklappt. Also er ist weg. Und ich habe zum Glück nicht so viel Verlust gemacht. Ich meine, es hätte auch viel schlimmer kommen können. Und er hätte mir zum Beispiel meine YouTube-Einnahmen oder so. Ja, oder halt selber
einfach so Geld ausgeben können auf meinen Nacken, so, wisst ihr? Und, nee. Das, da hatte ich keinen Bock drauf. Und von daher bin ich jetzt froh, dass der weg ist. Ich meine, er hat jetzt nicht so was Schlimmes gemacht. Klar, er hat auch meinen Account eingeloggt. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Er hatte meine E-Mail zwar eh schon, aber es hätte, wie gesagt, auch ganz anders ausgehen können. Und er hätte sich auch, er hätte mir auch Geld klauen können. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, also ich habe da echt nochmal ganz viel Glück gehabt. Und ja. Ich habe dann auf jeden Fall einen Freund angeschrieben, was ich dagegen machen kann. Und der hat mir auch schnell geantwortet und bla bla bla. Und dann habe ich es gemacht. Und da war er futschi futschi weg. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber er war dann relativ schnell eigentlich weg vom Fenster. Und ja, das ist so eigentlich meine grobe Hacker-Geschichte. Über einen lecker schmecker Hacker, den wir alle gar nicht mögen. Zumindest ich hatte keinen Bock auf den. Und ja. Das war die Story darüber, wie ich gehackt wurde. Also, ja. Macht sowas auf jeden Fall gar nicht nach. Also wirklich, installiert euch nicht irgendein Kram, wo draufsteht oder wo ihr allgemein wisst, dass es ein Virus und dann bekommt ihr es am Anfang nicht mit. Klar, ihr werdet am Anfang nicht direkt mitbekommen, dass es ein Virus ist, aber spätestens dann, wenn der Hacker sich in euren Account eingeloggt hat, merkt ihr, dass es ein Virus-Game war. Ich dachte mir auch am Anfang so, ja, durch den Virencheck, ja, kann kein Virus gewesen sein. Und ja, jetzt werde ich auf jeden Fall nicht mehr so ein Kram installieren. Und ja, ansonsten ist es ein kurzes Video, aber ich wollte es einfach nur gesagt haben, damit ihr es einfach wisst, was mir so in der letzten passiert ist, warum so ein komisches Video auf meinem Kanal war, ne, für so ein paar Stunden. Ja. Das ist schon echt random, aber wie gesagt, der Hacker ist jetzt weg. Und das heißt, er kann jetzt auch gar nicht mehr auf meinen Account zugreifen, theoretisch. Und ja. Ich meine, ja, der hat zwar meine E-Mail noch und Passwort und alles, aber das habe ich alles geändert. Das Passwort, sodass er, also er hat zwar meine E-Mail, aber hat mein Passwort halt nicht mehr. Und somit kann er sich auch nicht einloggen, wisst ihr? Und da habe ich ja schnell Passwort geändert und jetzt sollte er eigentlich in meinen Account reinkommen. Außer natürlich, es passiert dann nochmal sowas, dass er irgendwie wieder reinkommt, was ja gar nicht mehr möglich ist, weil ich die App ja auch gar nicht mehr habe. Aber, ja, und ich wollte eigentlich euch damit nur mitgeben, installiert nicht so ein Virus-Kram. Denn vielleicht passiert am Anfang nichts, aber spätestens nach ein paar Stunden merkt ihr dann, wie etwas ganz Komisches passiert. Also ja, installiert nicht so ein Virus-Kram, auch wenn ihr denkt, da ist kein Virus drin oder wenn ihr Virencheck macht und merkt, da ist kein Virus dabei. Es kann natürlich auch sein, dass kein Virus dabei ist, aber einfach Sachen nicht installieren, wo auch Viruscheck sagt, nee, ist kein Virus. Alles ist ein Virus, alles kann ein Virus sein. Und ja. Aber dennoch möchte ich mich nicht beschweren, denn der Hacker ist ja jetzt offiziell weg. Und das wird auch mit diesem kurzen Info-Video gewesen sein, weil ich wollte einfach nur informieren, was in letzter Zeit gewesen ist. Ihr seht ja, wenn das Video online kommt, da ich auch schon wieder Zugriff auf meinen Kanal gehabt. Und ja. Genau. Ich hoffe trotzdem, euch hat dieses nice Video gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, ciao, ciao.